Weißt du, das hat schon die Grenze überschritten. Soll ich lieber sagen, du großer Scheiße? Was ist kleiner oder großer? An die Zuschauer, der Melvin furzt gerne ins Mikro, deswegen Scheißerle. Oh, fuck. So, da haben wir das Ding. Das produziert kein... Ich hab kurzzeitig mein Trinken verschüttet. Du bist ja dämlich, warum? So, da kommt Fluid-Dinger-Bums ran. Ist auch ein geiles Deutsch, da kommt Fluid-Dinger-Bums ran. Alter, ich bin so am Popöchen. Hier, das da brauche ich. Jetzt stellen wir den Coke-Ofen her. 9, also noch 3 Mal. Das sind pro 3 Blöcke 4 gebrannte Clay. 4, 8, 12, 24. Hier, aber nee, Melvin, no. Jetzt mal ganz kurz, Real Talk hier. Was denn? Holz? Ich hab dir Holz gegeben! Du! Das war sogar auf der Folge, ja. Das, aber soll ich was sagen? Hä? Das reicht nicht. Ich verbrenne gerade alles. Damit ich meine Kohle. Ey, für was musst du es verbrennen? War Holzkohle oder wie? Ja, nö. Einfach so, Brennmaterial. Auch einfach so, damit die schön warm ist, der noble Eik. Ja. Boah. Gebe ich dir all mein Holz. YouTube Money reicht nicht aus. Bin ich noch auf dem Server oder bin ich geflogen? Bis jetzt bist du noch drauf, denke ich. Okay. Mal nachgucken. Ja, bist noch drauf. Aber wenn du schon so fragst, du bist gleich wieder runter. So. Das kennt man ja nicht anders. So, schon wieder ein OP-Goldapfel. Och Mann, wie schade. Ein OP-Goldapfel. Ey, also Melvin, wenn du mal was brauchst, hier meine Mobfarm hier unten, die wirft gut Zeug ab. Auch gar keine Mobfarm. Ey, ich hab hier eine Goldkiste, die ist fast voll nur mit Lootbags. Die droppen Lootbags, oder? Ja. Cool. Aber auch ganz viel anderen Mist, den man eigentlich gar nicht braucht. Wie zum Beispiel eine Leiter. Oder ganz viel Gunpowder, was ich schon dauerhaft löschen tue. Also hier kompostiert im Mülleimer. Aber das mit den OP-Goldöpfeln ist echt nice. Oh, da. Da? War er weg. CO2. Da war er wieder da. CO2. Ärgerst du den CO2? Was fällt dir ein? Ich denke, die Fliege hat das gemacht. Fliege ist an allem schuld. Da ist er geleftet. Die Fliege war schuld. Ne, er hat deine Stimme gehört. Nee, die Fliege hat ihn ausgenockt. Dann seine, nicht dabei. Dann seine Tastatur bedient. Hat mir jetzt gerade zu lange gedauert mit dem Standbild, das ich hatte. Ich hatte jetzt eben... Die Mutantenfliege. Minecraft rausgeschaltet und ich kenne meine Karte, meine Soundkarte, die macht ja dann immer, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ja gut, das ist dann ein bisschen shit. Dann muss man immer neu in den Channel reinjoinen. Soll ich es denn gerade machen? Genau, das wollte ich für eine Melvin machen. Oh oh. Nichts Schlimmes, keine Sorge. Bitte nicht. Es muss wenigstens einmal was Positives passieren in der Folge. Kann es dann bitte in jeder Folge positiv enden? Nö, dann macht's ja keinen Spaß mehr.
Nee, in der nächsten Folge, in einer der nächsten Folgen kriegst du ja dann schon wieder was Positives von mir. Und hat sich's auch schon wieder für die nächsten 30, 40 Folgen mit den positiven Sachen. Also, Melvin, ja. Guck mal an. Du musst nicht mal was machen, du hast bald alles so und ja, du läufst so durchs Modpack durch. Ja, nee. Okay, das war falsch, da kommt doch Glas hin. Ich könnte Melvin auch Draconium-Seeds geben, wenn er will. Nee. Also nur. Nee, er kann. Das Problem ist nur, er kann nur mit Draconium nichts anfangen. Also die muss er sich. Jetzt habe ich das zweimal hergestellt, bin ich bescheuert. Also die muss er sich selber verdienen, würde ich sagen. Also selber craften und alles. Was macht man überhaupt mit denen? Ich habe keine Ahnung. Draconic Evolution anfangen. Was ist das? Ein Mod, wofür du unter anderem Nether Stars ziemlich früh brauchst. Ui. Ui. Und deswegen habe ich ja in letzter Zeit so viele Wizard getötet, weil ich andauernd Nether Stars brauche. Ui. Stopp! Ich bin mittlerweile. Stopp! Ui! Guck mal da. Guck mal was. Soll ich dabei F gedrückt halten? Oh. Jetzt rennt er genau. Nein! Was machst du mit meinen Truhen? Geil, wa? Fliegt die Kiste so in die Luft oder? Naja, machst du 20 mal ganz schnell auf und zu. Vielleicht hast du Glück. Warte. Oder die Scharniere rosten. Brechen ab. Ich werf irgendwas raus. Keine gute Idee. Bounce, 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 bounce. So, wie sieht's aus? Das müsste hinten und vorne noch nicht reichen. So. Ne, ich muss das noch einmal herstellen können. Ich brauche noch zwei gebrannte Clay und vier normale. Und dann habe ich auch den Ofen, dann kann ich Stahl herstellen. Und wir gucken mal hier rein. Wenn das so weitergeht, CO2. Dann mache ich so ein Medium Storage Crate einfach nur mit Eisen voll. Ich habe so viel. Ich crafte das jetzt mal zum Blöcken zusammen. Selbst mein Inventar läuft schon über. Phantom Storage Unit. Das. Was ist denn da? LOL. Ich habe Revolver. Als ob. Iron Cat Assembly könnte ich herstellen. Hold Shift for mehr Info. Komponententyp Assembly Effizienz 70. Ey, den stelle ich mir jetzt einmal her. So. Das muss jetzt sein. Ich will gleich auch mal sehen. Wir testen das dann gleich an Melvin. Nein! Du kannst an mir testen. Ich muss mal gucken, ob da auch Saft drauf ist. So, jetzt ist hier Eisen reingekommen. Genau, ich habe schon mal zwei Stacks Ironblöcke. Tja, Melvin, ne? Und was hast du? Was hast du? Gleich vier Eisen. Wow. Also, Melvin, ich frag mich, was du machst die ganze Zeit. Vor allem, du hast doch die Möglichkeit, vormittags drauf zu gehen. Warum machst du das einfach mal nicht? Ja, Sprich dich aus, Mion. Ich bin mittlerweile kurz davor am Überlegen, ob ich dann einfach ein komplettes Paket an Erzverarbeitung, also Hammern und Sieben irgendwann gebe. Nein, alles gut. Also ich schaff das. Ich bekomme das fertig. Also, Melvin, ich setze jetzt eine Frist. Wie? Morgen Abend automatische Erzmaschine. Ohne fremde Hilfe. So, jetzt. Nee. Was macht das? Hallo? Schau ich nicht. Warum? Boah, Melvin macht das ganz schlau und wartet, bis das Beneath offen ist, um da Erze zu sammeln. Ich kann mit dem Revolver nicht anfangen. Das ist scheiße. Welche Mod? Du wolltest mich mit dem Revolver erschießen? PSI.
Ach so, ja. Das ist Magie. Schleichwerbung. Das. Boah, Melvin, jetzt schuldest du mir was. Nein. Der Psi-Revolver ist Magie. Toll, können die da nicht einfach reinschreiben, Magiewaffe? Wäre doch viel einfacher. Ich glaube, das ist sogar nur ein Component für den Zauberstab, wenn ich es richtig im Kopf habe. Disable und Extract. So, wenn ich hier das reinmache, könnte das eigentlich... Nein. So, jetzt weiß ich, für was ich das Eisen brauche. CO2, ich habe die 4 Iron. Ich bin am Join. Modpack-Laden. Er hat gecheatet. Mir fehlen hier komischerweise 4 Iron. Nein, die habe ich wirklich aus dem Crushed Ore gemacht. Das war voll viel Arbeit. Das war der beste. Ja. Das war auf jeden Fall der beste. Also, Melvin, noch. Was willst du? Du kannst es noch toppen, indem du noch bessere Dinger raushaust. Das ist eine schwere Arbeit. Versuch dir mal 4 Draconium zu besorgen, dann weißt du, was schwer ist. Ich habe noch nie Draconium bekommen, oder? Oder Kobalt und Adait jeweils 4 Stück. Die haben genauso geile Drop-Chancen. Kommt man Kobalt nicht im Nether? Nee. Kobolde findest du am Ende des Regenbogens. Die bewachen den goldenen Schatz. Hier ist kein Regenbogen mehr. Hier war sonst einer. Dann hast du ihn kaputt gemacht, weil du ihn angeguckt hast. Ich habe den Regenbogen angefurzt. So, meine lieben Zuschauer, ihr habt's gehört, der Melvin furzt gerne. Er macht vor allem gerne ein Mikro, sodass wir das hören. Und dann berichtet er uns gerne noch, wie es riecht. Boah, nach Frühling. I. Faule Eier. Boah. So, ich hab die zwei. Jetzt muss ich erstmal Nacht machen, damit ich ein Thumbnail für die Folge hab. Also, dir könnte man das zutrauen, dass du ins Mikro furzt. Hallo, ich hab Kinder, ich bin anständig. Mm. Hallo. Ist eine Aufnahme noch an? Ja. Okay. Noch. Für 2 Minuten. Alles klar. Komme ich heute noch auf den Server? Ja, und ich habe ihn ausgetimt. So, das ist dann das Thumbnail für die Folge 35. So ein Bild von so einem kleinen Jungen und daneben eine Pupswolke. Das wäre ideal, aber ich habe ja gerade den brennenden Coke-Ofen gethumbnailt. Kommt auch hin. Und da einfach so eine Pupswolke rausfliegen lassen. Da brauche ich doch eigentlich bloß den Stinker umbenennen in Melvin. Oh Gott. Melvin hat die Seeds. Na, er kriegt Seeds. Das bedeutet, ich muss kurz den Seed. Und den Seed muss ich anpflanzen, oder wie? Natürlich. Ja. Okay. Nicht das umsonst. Eisen wächst. Pflanzbaren. Am besten eine Watering Can dir besorgen, dann wächst das Ding noch ein bisschen schneller. Eine was? Watering Can, eine Gießkanne. Achso. 1, 2, 3. Oh, Melvin, ja, einfach du kleiner Stinker. Wann gehst du dich mal wieder waschen? Genau morgen, um es genau zu sein. Also du gehst einmal in der Woche jeden Montag? Nee. Jeden Dienstag? Nee. Also viele machen das so, die gehen ja normalerweise jeden Tag. Dann gibt es einige, die gehen einmal in der Woche. Dann gibt es welche, die machen es einmal im Monat. Und dann gibt es wiederum welche, die gehen nur jeden Weihnachten duschen. Oh Gott. Du bist bestimmt der Kandidat für Weihnachten. Mm-mm. Also nee. Ja. Melvin. Nein. Oh, 4 Eisen? Also ja. Ja, Herz. Okay, es sind 4. Hast du das?
wieder und dir. Ich würde dich doch nie belügen. Ich will's trotzdem sehen. Okay, danke. Lol, sag mir das doch. Das wird ja gleich noch besser. Hier. Du kommst jetzt mal doch hier weg. Ja. Und du kommst hier hin. Genau. Hatte ich nicht zwei davon gemacht? So. Jetzt. Doch, unten hatte ich noch einen, genau. Da kommt dann das Gerät hin. Dann kriegt der Melvin gleich noch was, damit das ein, noch ein Ticken einfacher hat. So. Anlauf nehmen und Sprung! Rosa. Oh, Melvin, guck dir das an, was ich für einen Sprung hier drauf hab. Du, 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 und ich hab's nicht geschafft. Batsch. Verdammt! Ach hier, guck mal, ich hab da was für dich. Ein Stein. Was? Und noch ein Stein, 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 noch ein Stein. Hauen, 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 hauen. Nein! Nein! Soll ich dir helfen? Ich bin so froh, dass das nicht meine Plattform abgebaut hat. Ich mach dir das da rein. Das sind zwei Stacks Kies. Ach, und das Teil hier hinten kannst du abbauen. Mhm. Guck einfach rein. Oh, lol. Bitteschön. Was hast du gegeben? Geht das schnell? Cobblestone Generator. Das geht jetzt natürlich drei. Jetzt. Ich hab mir auch gleich zwei Tier 3er hergestellt. Meine Wolke heißt jetzt Pupswolke. Warum? Weil meine Wolke pupst. Die macht Herzchen, aber die pupst doch nicht. Die pupst Herzchen. Das ist bei jedem unterschiedlich. Also deine Wolke ist echt eklig. Und das tut mir leid, aber es muss gesagt werden. Das stimmt, sie pupst irgendwie jede 3 Minuten Herzchen aus. Das würde mir zu denken machen. Sag ich ja, die ist eklig. Das und das drei. So, jetzt erstmal ein bisschen Stahl herstellen hier. Allerletzte. So. So. Also Melvin, wenn du dich jetzt definitiv ranhältst, bist du weiter als Tyrox, wenn er wiederkommt. Und dann ist Tyrox irgendwann weiter als ich. Ja.